Hi YouTube, ich bin mal wieder in Artfan-Mission unterwegs und mache die zweite Postkarte für meine lieben Patrone. Und heute habe ich mir gedacht, mache ich ein bisschen Handlettering. Ich habe eigentlich nicht so viel Ahnung von Handlettering. Ich habe hier auch mein Schmierpapier schon liegen. Und ja, da müssen wir einfach mal schauen, wie das so klappt. Ich habe da jetzt nicht so die große Erfahrung, ich würde einfach mal loslegen. Als Text habe ich mir gedacht, ich nehme einen Titel und auch Songtextfetzen von meinem zukünftigen Coloring Rainbows Album, was es sehr bald geben wird, denn da bin ich schon sehr weit. Der Spruch, der da drauf kommt, wird heißen, there's a time and place for everything. Und ja, ich lege jetzt einfach mal los und hoffe, dass mir die Kamera nicht abschmiert. Von der Positionierung her hätte ich gerne in der Mitte das End in klein und dann hier Time. Dekorativer Rahmen drumherum. Okay. Los geht's. Ich fange an. Die Federn haben, jetzt gucken wir, ob ich nicht tropfe, haben so ein Reservoir. Das seht ihr auch hier. Da ist Platz zwischen der Feder und diesem aufgesetzten Stück Metall. Da sammelt sich die Tinte und, oder Tusche in meinem Fall. Und ja, wenn das dann leer ist, das Reservoir, da muss man wieder eintunken. Ich habe hier auch ein Stück Schmierpapier, wo man die überschüssige Tinte dann schon mal wegschreiben kann. Ich hoffe, das wird gut. Wenn nicht, ist es ein Experiment. Und ihr seid letztlich ja auch die Nutznießer dessen, wenn ich dazu lerne, dass es das nächste Mal besser wird. Ich habe schon fast wieder ein Balanceproblem, weil ich jetzt unten viel weniger Tusche habe als oben. Die großen Wörter habe ich jetzt mit der Pfannenfeder gemacht. Die kleinen Wörter mache ich mit der Bandzugfeder. Die ist so abgeschrägt oben, dass man das hoffentlich halbwegs sieht, sodass man mit der schöne schräge Kanten hinbekommt. Und das gibt auch einen ganz coolen Effekt beim Schreiben. Das werdet ihr vielleicht auch nicht sehen. Schön, dass nicht so viel Platz zwischen dem N und dem G ist, aber jetzt ist das wohl so. So. Ich glaube, den Rahmen mache ich besser mit der Bandzugfeder. Bandfeder meine ich? Entschuldigung. Da wechsle ich schon mal die Feder. Altmodisches, das darf dann auch ein bisschen floraler sein. Meistens versucht man ja auch so ein bisschen Retro-Handschrift-Look zu erzeugen. So, kurz ein Zwischenstand. So sieht es jetzt aus, ist doch schon ganz nett. So, ich denke, ich werde da jetzt noch einen zweiten Rahmen außenrum machen. Für einen kleinen Deko-Effekt. Jetzt ist das auch so weiß da am Rand. Das ist so langweilig sonst.
euch, dass sich das lohnen wird, weil es einfach cool aussieht. Und dann noch was von Tagesausnahmen kommt. Jetzt sieht man nochmal relativ deutlich meine menschliche Schwäche beim Positionieren von Elementen. Denn so richtig mittig ist das nicht geworden. Ich habe eine Kollegin, die immer sagt, ich als Designerin habe doch ein wunderbares Augenmaß, oder sie selbst auch, weil sie auch Designerin ist. Ach, keine Ahnung, ob sie da wirklich recht hat. Das hier finde ich gerade eher so ein bisschen überzeugt. So, das dauert uns jetzt ein bisschen verhuddelt, aber naja, nicht so schlimm. Aber ich finde, der zweite Rahmen gibt dem jetzt schon nochmal was. Eine gewisse. Wenn ich einfach nur sage, der rahmt das nochmal schön ein, ist das ja auch Quatsch, weil es ist ein Rahmen. Aber ich finde, irgendwie hebt das den Text in der Mitte nochmal mehr. Rahmen um den Rahmen. Schaffe ich hier so eine Binnenform. Ist, dass sie immer denselben Winkel hat, damit es schön einheitlich aussieht nach einer großen Komposition. Und es kann das unordentlich wirken. So, jetzt machen wir was für diese Fläche. Ich denke, dann nehme ich nochmal die Pfannfeder. Das ist das Problem, wenn die Federn schlecht rausgehen, man versaut sich die Finger. Tusche kriegt man auch so mittelgut ab. Aber naja. So ist das Leben, wenn man mit Tusche arbeitet. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher, mit was ich den weißen Rahmen ausfüllen möchte. Wäre vielleicht auch cool, wenn der ein bisschen dunkler wird. Ich glaube, ich versuche mein Glück mit Blattwerk. Schön aus. Ich glaube, das kann gut werden. Wichtig ist natürlich dann auch den nötigen Weißraum zu geben, wie zum Beispiel hier. Dass man nicht alle Flächen komplett ausfüllt, sondern zwischendrin sozusagen den, auf Englisch würde man sagen, Negative Space. Also den Platz, den weiße Linien sich daneben würden, dass man den frei hält. Ja. Und ich hoffe, mein lieber Art-Fan-Patron wird sie auch schön finden, wenn er sie dann zugeschickt bekommt. Und ja, jetzt muss ich hier noch die Tusche rauswaschen aus den Federn. Das ist auch nicht so spaßig. Dazu als Tipp, was ganz praktisch dabei ist, ist eine alte Zahnbürste oder so eine Zahnspangenbürste, wenn man noch eine hat.
Wenn man damit sehr gut in diese kleinen Ritzen und Rillen reinkommt und dann die Federn wunderbar sauber kriegt, dann geht dann auch die ganze schwarze Tusche-Restablagerung wieder ab. Ja, ansonsten hoffe ich, ihr habt ein bisschen was gelernt oder hattet zumindest Spaß beim Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video.